Hammerkulisse, fantastische Stimmung und große Emotionen. Nach dem Playoff-Sieg im Auswärtsspiel gegen den HC Pustertal in Bruneck gastieren die Wölfe zum Samstagsspiel im Ländle. Wie beim verlorenen Playoff-Auftakt präsentieren sich abermals beide Teams im ersten Drittel als ebenbürtige Gegner. So werden die beiden Torhüter bald ordentlich mit Arbeit eingedeckt und die rund 2.500 Zuseher erleben Defensivaktionen vom Allerfeinsten. Den größten Sitzzeit hat zweifelsohne Brune Toh. Kaffee hext den Schuss entlang der Linie an seinem Gehäuse vorbei. Durch das ausgeglichene Kräfteverhältnis lautet der Pausenstand, wie schon beim letzten VU-Heimspiel eben, 0:0. Im zweiten Spielabschnitt fallen die Attacken dann schon deutlich heftiger aus. Die Begegnung auf Augenhöhe dauert bis über die Hälfte des Spiels. Ein VU-Powerplay geht soeben zu Ende. Und die Nummer 12 macht seine Farben stolz. Abgebrüht, 1:0 für die Hausherren. Wenn ein Push nicht den Braten riecht, muss man ihn nicht zu Tisch bitten. 2:0. Keine zwei Minuten nach der Führung macht er den Schlenzer von Stanley passend. Die Südtiroler versuchen sofort Anschluss zu finden, doch die Montfortstädter bleiben wehrhaft. Mit zwei Zählern Vorsprung senkt sich der Puls der VU-Fans zur zweiten Pause dann doch etwas. Im Schlussdrittel festigen die VU-Cracks ihren Anspruch auf den Sieg und Rheintaler bombardiert von der Blauen aus. Score! Was für ein Kracher! Chris Rheintaler beruhigt die Nerven des Heimpublikums endgültig mit dem 3:0 in Minute 44. Wer sich jetzt aber zurücklehnt, der kennt die Pustertaler schlecht. Doch vorerst Frust bei den Gästen. Der Ärger der Wölfe wandelt sich im Sechserpack aber bald in Trotz. Das Feldkirchgehäuse gleicht einer Festung und trotzdem chippt Hofer die Scheibe zum 3:1 ins Netz. Die VU-Abwehr in Minute 57 erstmals geschlagen. Und das Wolfsrudel will mehr. Jacques lässt dem Hüter keine Chance. 3:2, eine Minute nach dem Anschlusstreffer. Wer glaubt, die Feldkircher retten den Sieg über die letzten 62 Minuten, irrt. Ringrose brennt den Hartgummi auf Zuspiel von Hofer beinhart zwischen die Stangen. Die Wölfe reißen das Spiel in letzter Minute völlig neu auf. 3:3 Ausgleich und noch eine Pause. Die Italiener legen nochmals zu, wollen den Sieg. Dieser Rempler kostet Loic dann 2 Minuten. Die VU-Verteidigung in Unterzahl sehr aufmerksam. Viel Platz dann für den Gegenangriff. Wiedmeier. Pustertal lässt viel zu viel Raum für einen Meiritsch. Meiritsch! Mein Gott, was bedeutet der Mann für diese Mannschaft? Martin Meiritsch macht für die VU nach über 5 Minuten Overtime den Sieg klar. Die Halle tobt. Die VU Vecchia stellt den Best of 7 auf 2:1. Und das gegen den italienischen Vizemeister. Was für ein unfassbarer Hockeyabend. Das nächste Playoff-Heimspiel folgt schon am 15. März. Ja, die Mannschaft hat echt Herz gezeigt und Moral. Und ja, Meire hat noch einmal einen Energieanfall bekommen und ja, hat ihn reingehauen. War ein super Sieg heute. Ja, wir waren alle, glaube ich, kurz vor der von Heart Attack da jetzt. Und ja, ist egal, jeder gibt alles und ja, das ist wurscht, wie wir uns fühlen. Wir wollen gewinnen, wir fühlen uns gut. Wir haben gesehen, Handbusch total, gibt nie auf, bis zum Schluss kämpft der Tormann so genau, dass es so funktioniert.
für sie ein bisschen Glück, für uns ein bisschen Pech, aber das ist egal. Am wichtigsten ist, wie die Mannschaft oder unsere Mannschaft darauf reagiert. Weil normalerweise bist du erledigt und kannst nur noch verlieren in Overtime. Wir sind rausgekommen, haben eine Strafe rausgeholt, haben Powerplay zwei Chancen gehabt, haben eine Unterzahl gekillt und schießen dann das entscheidende Tor. Das zeigt die Moral und das Herz von der Mannschaft. Und das Momentum ist, glaube ich, wieder ganz klar bei uns. Es ist Eishockey, es war die beste Werbung für das Eishockey, die wir machen können. Aber logisch, die Emotionen kochen hoch. Du bist dem Sieg schon sicher, ein paar Minuten vor Schluss. Und auf einmal hat es drei Klöpfe bis 3-3. Aber was die Jungs dann gezeigt haben, die Moral, das ist schon phänomenal.